Nürnberg vor Straubing, Augsburg auf der A9 und Ingolstadt. Jetzt grüßt es nicht mehr. In der Leichtathletik gab es an diesem Wochenende die deutsche Mehrkampfmeisterschaft von der Die WM-Teilnehmer aus Osaka, die waren dort zwar leider nicht am Start, aber so ergab sich wie hast du das letzte Mal gemacht? Die Chance, sich mal ein bisschen ins Spielfeld zu rücken. Das galt natürlich auch für die bayerischen Athleten. Aber die Arrivierteste, die hat Axel Müller. Das ist irgendwie festgehalten. Ja, jetzt kommen wir. Als Kai Erten, die Ex-Europameisterin, krankheitsbedingt absagte, musste aus bayerischer Sicht das eine geht noch nicht. Das geht noch nicht weiter. Oh nein, wink mal in die Kamera. Ich fühle mich ein bisschen verarscht hier. Und jetzt eben nicht gehen, aber bei den Bedingungen und bei den Temperaturen macht es, glaube ich, nicht viel Spaß. Die führende Julia Mächtig vom SC Neubrandenburg für die Nervenstärke. Im Weitsprung zwei Versuche ungültig. Jetzt machst du den nicht eingeklemmt. Obwohl ich jetzt den Blick auf die Juniorinnen.